Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Immersion Sea 4. Diesmal mit, ne, man sieht es schon, was das ist, RTS Wegberg. So, ja, man kann es sehen und hier können wir einmal Spielmodi auswählen. Ne, ich mach mal Anfänger, weil ich mich nicht so... Anfängermodus, Einsatzfreischaltung mit Erklärung, wechseln zum Frühdienst. So, machen wir mal Frühling. So, Option gewählt, der Lehrer wartet. So, und zwar haben wir jetzt hier jemanden, das ist der Praktikant. So, die beiden sind Rettungs- und Notfallsanitäter fürs NAF. Na, für, warte mal, hier, genau, hier steht ein NAF. Da steht ein NAF. Hier steht ein RTW. Oder ist das ein RTW? Weiß ich gar nicht. Das ist ein KTW. Und das ist ebenfalls ein RTW. So, der Praktikant wird jetzt erstmal... Genau, man kann auch immer so... ja, hallo, ich sollte mich hier melden. Bin Ihr neuer Praktikant. Gut, der Praktikant geht jetzt einmal ins Gebäude rein mit den beiden Sanitätern. So, und die beiden Sanitätern gehen einmal. Na, Praktikant, du bleibst hier. Genau, die beiden Sanitäter. Wie wär's, wenn du hier lang gehst? Das wäre etwas besser. Hier lang. Hier lang laufen. Achso, der Praktikant steht im Weg. Na gut, dann kann es auch nichts werden. So, die Sanitäter setzen sich mal hin. Machen mal Dings an. Der Praktikant geht mal in den Unterricht. Die Sanitäter gucken Fernsehen. Und der Praktikant fragt mal, was soll ich tun? Neue Lektion. So, und zwar haben wir jetzt hier erste Lektion, Funksysteme, um den Funkverkehr nicht zu überlasten, können bestimmte Dinge einfach per Tastendruck der Rettungsleitstelle mitgeteilt werden. Und da haben wir auch schon den ersten Einsatz. KDW 1, Krankentransport. Ja, und hier halt Krankentransport, was das ist, ärztlich angewiesener Transport eines Patienten. Ja, Regelfall wurde dieser bereits medizinisch versorgt. Wir sollen also nur eine Person von A nach B bringen. Ne, entweder vom Krankenhaus nach Hause oder ins Krankenhaus. Gut, hier sind aber nur zwei Plätze, deswegen muss ein Rettungssanitäter und der Praktikant fahren da jetzt hin. Ne? Und hier haben wir dann, warte mal, Aufgaben am Bahnhof, KT, genau. Also am Bahnhof 19. Wir sollen also jemanden abholen. Ne, genau, am Bahnhof 19. Dann gucke ich mal auf die Karte. Wo ist denn am Bahnhof? Am Bahnhof ist hier unten, also die Straße. Dann können wir einmal zumindest hier den hinschicken im Status 3. Ne? Ich kann auch verschiedene Modi auswählen. Ne? Und das ist halt bei der Witterung nicht möglich, da es glatt ist und deswegen fahren die dann nicht so schnell. Gut, die fahren jetzt hier einmal auf die Kreuzung und ich guck mal, wo am Bahnhof 19 ist. Das scheint hier zu sein. Genau, das ist dann unser Patient, den wir haben. Erster Einsatz ist ein Krankentransport. Mal gucken, man kann sich auch immer ein bisschen... ich finde das gut, dass man sich erstmal mit dem Krankentransport auseinandersetzt und so weiter. Da ist zwar jetzt nicht viel zu tun, man fährt hin, lädt die Person ein, fährt wieder zurück und kriegt eine Benotung. Fertig. So, bei den Notfall, da gibt es noch einfache Notfälle. Da fährst du hin, kannst halt gucken, ja, was hat die Person, kannst kleinere Maßnahmen ergreifen. Aber es wird einem auch gesagt, experimentier nicht zu viel, weil sonst könnte der Patient auch, könnte sich der Zustand des Patienten auch verschlechtern. So, genau, wir haben hier unseren KTW. Na, hier gibt es halt verschiedene Tasten, kennen ja die meisten wahrscheinlich von euch. 1, 2, 3, 4. So, wenn ich jetzt auf Status 4 gehe, nimmt er das nicht an, warum auch immer.
Gut. Und zwar brauche ich einmal den Tragestuhl. Gleich wieder. So, da bin ich auch wieder. So, der Rettungsassistent hat jetzt erstmal einen Tragestuhl geholt. Na, da wird die Person raufgesetzt und dann packen sie ihn wieder ins Auto. Ne? Dann gehen wir einmal auf Status 7, Patient aufgenommen. Und dann fahren wir zurück zum Krankenhaus. So, er fährt jetzt zurück zum Krankenhaus. Wie gesagt, es sind nicht die spannendsten Transporter, aber für den Einstieg ganz gut, dass man die Mechanik so ein bisschen mitkriegt. Beziehungsweise ja, die Spielmechanik, ne? Die Spielweise mit den Statustasten und so. Also, das ist halt auch, mit den Statustasten ist halt auch so für Leute, die die Statustasten absolut nicht kennen. Ne? Notarztalarm, am Krankenhaus angekommen, Notruf. Patient aufgenommen, Einsatzstelle an, Sprechwunsch. Also Sprechwunsch ist halt, wenn wir dem der Leitstelle irgendwas sagen wollen oder irgendwas nachfordern wollen. 6 nicht einsatzbereit. Naja, die kennen wir. Ich weiß nicht, hier kann man nichts mehr machen. Nee. Wie gesagt, ist halt für den Anfang ganz gut. Ne? Hashtag Krankentransport. Ja, hier gibt es auch verschiedene Gebäude. Ich glaube, das Gebäude ist sogar betretbar hier. Ne? Und wenn man jetzt einfache Notfälle hat, dann kann es auch sein, dass man mit der Feuerwehr zusammenarbeiten muss. Ne? Weil zum Beispiel bei einem Verkehrsunfall, dass die Person noch im Auto sitzt und man sie dann behandeln muss und die Feuerwehr sie dann irgendwann mal freischneiden muss. Gut. So, kriegen wir so eine Zensur. Ne? Ist eine 1. Wir haben also den Einsatz perfekt abgearbeitet. Er packt jetzt den Stuhl wieder ins Auto. Na, dann gehen wir wieder auf Status 1. Dann kann ich hier auf ins Krankenhaus fahren drücken und dann fährt er hier einfach zur Wache. So, Praktikant macht das Tor wieder zu und sie gehen beide wieder rein. So, der Rettungsassistent geht dahin. Praktikant geht einmal hier rein. Macht doch mal eine eine neue Lektion. Einfache Notfälle, also es sind halt nur kleinere Dinge wie ja Fraktur, sag ich mal, ne, wo man halt nicht so viel zu tun hat. Also es kommen jetzt keine großen Dinge. Hier steht es auch noch mal, von Experimenten wird abgeraten. Ach so, hier ist noch mal ein Krankentransport. Patient am Krankenhaus, okay. Na, das ist halt ganz normale, einfache Notfälle. Ja, also man soll den Patienten zuerst untersuchen und auch mit ihm reden oder mit Zeugen reden. Und man muss auch öfters nachfragen, weil nicht jeder gleich eine gute Antwort gibt. Ne? Und wie gesagt, keine Experimente. Das war's soweit, ne? Dann können wir nämlich noch mal raus. Diesmal soll der andere Rettungsassistent rausfahren mit dem Praktikanten. Die wechseln sich ab. So, du einmal Tor aufmachen. So, und der Patient ist am Krankenhaus. Ne, Patient am Krankenhaus, KT, Verlegung. RTWS. Okay. Das war doch ein KTW-Einsatz, oder nicht? Naja, egal. So, zack. Ne? Okay.
So, einmal Status 3. Die fahren jetzt zum Patienten, der verlegt werden soll. Du bist der Praktikant. Du holst den Tragestuhl. Nee, warte. Du setzt ihn. Ich habe zu früh gedrückt, ich Idiot. Genau. Du holst den Tragestuhl, setzt die Person in den Tragestuhl und packst das dann ins Auto. Gut. Jetzt haben wir einmal Status 7 und jetzt gehen wir auf Verlegungsfahrt starten, da es sich um eine Verlegungsfahrt handelt. Ne? Also der Patient wird jetzt von diesem Krankenhaus in ein anderes Krankenhaus, was sich weiter weg befindet, transportiert. Und das dauert jetzt halt eine Weile, bis die hier wieder da sind. Deswegen gucken wir uns mal so ein bisschen die Wache an. Ich finde das sehr schön gemacht, das Konzept mit der Wache. Eigentlich ist das, glaube ich, gedacht, dass Praktikant und die Rettungsassistenten hier sitzen und die beiden, genau, die sitzen dann eigentlich hier. Können ja den Fernseher gleich anlassen für die anderen. Na, die beiden, die hier den Notarzt rumfahren. Ne, die beiden sitzen hier. Geht doch einfach in den Raum rein. So, dann gucken die ein bisschen Fernsehen und wir warten jetzt drauf, dass der wieder da ist, der Krankenwagen. Kann aber auch sein, dass wir in der Zwischenzeit noch einen Einsatz kriegen. Dann werde ich nämlich den Rettungssanitäter und den Rettungsassistenten auf dem RDW setzen und dann losfahren lassen. Krankentransport abgeschlossen. So, jetzt dauert das trotzdem noch eine Weile, bis bis der Krankenwagen, Mann, der Krankentransportwagen, bis der KTW halt wieder da ist. Ich weiß, es ist im Moment jetzt nicht so spannend, aber es sind die Anfänge, ne? Also gucken wir uns mal die Karte an. Hier ist eine Tankstelle. Da kann man tanken. Also da kann man das Auto hinfahren und dann tanken. Ich habe das jetzt noch nie gemacht. Aber soweit ich weiß, kann man hier das Auto auch auftanken. Ne, Baustelle ist hier gerade. Was haben wir hier noch? Noch eine Baustelle, Parkplatz. Hier ist so ein großes Einkaufszentrum. Ne? Ich finde die Karte eigentlich sehr schön gemacht. Ist aber auch ist sehr viel Grün mit bei. Ne? Was war das jetzt? Freitheider Straße 19 wird RTW 1 gebraucht. Okay. Gut, dann wollen wir mal. Wo ist der RTW 1? Ist das der RTW 1? Ich glaube ja, ne? Das ist der SRTW. Dann nehmen wir den RTW 2, ist jetzt wahrscheinlich auch nicht so schlimm. Wir haben eine verletzte Person. Jetzt muss ich nochmal gucken, wo die Freitheiner Straße ist. Da ist die Freitheiner Straße. Okay. Ja, hallo. Ich will. Also die Straße ist die Freitheiner Straße. Verletzte Person. Ohne Blaulicht, denke ich mal. Gut, wir wissen auch nicht, wie stark die Verletzung ist. Also könnte man das schon machen. So, die Freitheiner Straße ist hier. So, Freitheiner Straße 19. So, Fahrzeug von Verlegungsfahrt wieder eingetroffen. Müssen wir mal gucken,
Das ist die 17, die 13, okay. Was steht hier dran? Die 12. Okay, da muss ich mal weiter hier gucken. Ist das hier im Einkaufszentrum? 19. Ah, hier liegt sie auch schon. Ne, eine verletzte Person. Die fahren hier jetzt mal auf dem Parkplatz rauf. Gut, dann wollen wir einmal den Beatmungskoffer haben. Kindernotfall brauchen wir nicht. Kreislaufkoffer. Gut. Ja, ach ja, ich muss ja noch Status 4 drücken. Ne, ich muss ja noch Status 4 drücken. Ne, sonst kann man nämlich am Patienten nichts machen. Wenn man nicht den Status 4 gedrückt hat, kannst du am Patienten nichts machen. So, er geht schon mal hin, fängt an zu behandeln. Er befragt. Die Person lag da einfach so. Okay. Was ist denn da passiert? Das wissen wir auch noch nicht. Die Person lag da einfach so. Gut, der Zeuge hat jetzt nicht gerade die Infos für uns. Dann machen wir erstmal Patient Ersteindruck. Der Patientin ist kalt. Sie denkt, dass sie blöd ist. Ersteindruck, Fraktur geschlossen oder Prellung. Person orientiert und ansprechbar. Leichte Schmerzen möglich. Gut, dann wollen wir die Person mal befragen. Ist irgendwie unbequem so. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, Schmerzen hat sie. Ja, wir haben auch schnell gemacht. Gut, dass sie. Naja. Gut. Wie sind denn die Personalien? Martina Uckermark? Oder Uckermark? 24, 1.5. Gut, was können wir jetzt machen? Wir können jetzt eigentlich hier nicht viel machen. Ne? Wunden hat sie keine. Ja, Fraktur geschlossen. Da können wir nicht viel machen, muss ich wirklich sagen. Zumindest wüsste ich jetzt nicht. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr da jetzt gemacht hättet. Aber ich will jetzt die Person auf die Trage packen. Ne, man könnte die Wirbelsäule wie heißt das? Also die Wirbelsäule so machen, dass sie halt nicht weiter bewegt wird. Ich kann das gerade nicht aussprechen, tut mir leid. Deswegen werde ich die Person jetzt auf die Trage packen. Was anderes kann ich hier, glaube ich, nicht machen. Ich könnte die Immobilisationstasche holen und die Wirbelsäule jetzt nochmal stabilisieren, aber das wird, glaube ich, nicht möglich, nötig sein. Meine ich. Deswegen kommt sie jetzt einmal in den Krankenwagen und dann fahren wir auch schon wieder. Martina Uckermark oder nee, Martina Uckermark. Was war das noch? 1.5. 24 Jahre oder 25 Jahre? Martina Uckermark, 24 Jahre, 1.5. Das müssen wir uns merken, weil das müssen wir bald in Bericht schreiben. So, ab ins Krankenhaus, aber ohne Sonderrechte. Ne, Martina Uckermark. 24 Jahre, 1.5. So, der ist wieder am Krankenhaus angekommen. Ne, die anderen beiden sind ja gerade dabei, die Person ins Krankenhaus zu bringen. Ja, dann können die beiden sich nämlich hier jetzt schön hinsetzen und Fernsehen gucken. Na, was der Kollege so netterweise auch angelassen hat. Gucken wir mal. Genau, hier unten. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was hättet ihr da denn jetzt so gemacht? Na? Also ich habe, ja, wie gesagt, man kann die Halswirbelsäule noch stabilisieren, weil sie ja gestürzt ist und wir nicht wissen, wie sie gestürzt ist, ob sie jetzt auf den Kopf gefallen ist und sich da noch was getan hat oder so. Das weiß man ja nicht. Das könnte man noch machen.
Kann auch sein, dass ich deswegen jetzt keine 1, sondern nur eine 2 kriege. Wenn das wirklich so ist, dann werde ich das nächste Mal die Halswirbelsäule mal stabilisieren. Martina Uckermark, 24 Jahre, 1.5. So, Sie können den Einsatzprotokoll jetzt schreiben und ausdrucken. Gut, Rettungsmittel war ein RTW, Sondersignal zum Einsatz, wäre eigentlich nicht nötig gewesen bei einer Fraktur. Einsatzart war ein Notfalleinsatz, Erkrankung hatte sie jetzt, soweit ich weiß, keine. Keine. Verletzung war Prellung, Fraktur, Schmerzen leicht, Transport ins Krankenhaus. So, hier, ne? Martina Uckermark. Geschlecht ist weiblich, Geburtstag ist 1.5. und Alter 24. So, stimmt, wir haben den Blutdruck und so, das hätten wir vielleicht auch mal messen müssen. Na, dass wir einmal alles durchchecken, dass sie nicht noch was anderes hat. Gut, das habe ich jetzt vergessen. Das hätte man noch machen können. Das ist richtig. So, dann wollen wir mal das Einsatzprotokoll ausdrucken. Einsatzauswertung folgt. Gucken wir mal. Zensur 1. Also habe ich alles richtig gemacht. Auch wenn ich jetzt nicht den Blutdruck und so gemessen habe, hätte ich noch mal machen sollen. Wahrscheinlich. Ach ja, lass ihn noch mal aussteigen. Ach so, er hat die Trage schon weggepackt. Ja, das ist ja wunderbar, ne? So, du kannst auch einmal deine Sachen aufs Auto packen. Nee, und dann machen wir einmal Status 1 und dann könnt ihr euch wieder da, ne? Genau, wieder reinfahren beim Auto. Gut. Stimmt, daran muss ich denken, dass ich bei jedem Patienten seine Werte erhebe, komplett einmal. Auch wenn das jetzt eine 1 war, muss ich wirklich dran denken, bei jedem Patienten die Werte zu erheben, falls sich die Werte verschlechtern, dass ich da hoffentlich irgendwie gegensteuere. Ich weiß, dass ich bei Blutzucker, wenn sie irgendwie Blutzucker niedrig ist, Glukose, ne, das ist ja Zucker, dass ich da ein bisschen Glukose gebe, ne. Wenn ich hier irgendwas Falsches sage, dann sagt mir gerne Bescheid. Das könnt ihr gerne machen. Ja. Genau, das Speichern ist nämlich und Laden funktioniert nur ohne aktiven Einsatz und für Besitzer von Emergency 4 ohne Deluxe. Von vor dem Neuladen muss Emergency 4 neu gestartet werden. Genau. So, dann haben wir die ersten Einsätze ja auch schon wieder fertig. Okay. Einsatz RDW 2. Verletzte Person. Okay. Gut. Jetzt können hier wieder alle drei mitfahren, ne? Weil alle drei ja wieder. Genau, der ist das jetzt, ne? Der SRTW. Hä? Warte mal, das kann gar nicht sein. Das ist der RTW 2. Seid ihr bescheuert? Warum ist das Tor jetzt auf? Na, weißt du, was fahre ich mit dem raus? Auch okay. Mir auch egal. Hauptsache, ich fahre jetzt mit irgendeinem RTW raus. Genau. Dann will ich einmal gucken, Venloer Straße 6. Was haben wir hier? Venloer Straße. Welche ist sie? Die große ist die Venloer. Gut, dann wollen wir mal gucken. Status 3. Wollen wir mal losfahren. Das ist die 1. Das ist die 2. Das heißt, die muss irgendwo hier unten sein. Ne, 3. Das ist die 7. Dann muss die hier irgendwo hier sein, ne?
Genau, die Venloer Straße 6. Was ist denn hier passiert? Hier gab es anscheinend eine kleine Explosion. Ja, da bräuchten wir wahrscheinlich noch die Feuerwehr an der Einsatzstelle. Ich weiß nur nicht, ob ich die Feuerwehr jetzt nachalarmieren kann. Müsste man vielleicht mal gucken unter Status 5. Das weiß ich nicht, ob ich als Rettungsdienst jetzt die Feuerwehr nachalarmieren kann. Beziehungsweise eigentlich müsste die Leitstelle ja wissen, dass das so eine kleine Explosion gegeben hat. So, du einmal Beatmungskoffer, du einmal Kreislaufkoffer ausrüsten und du befragst schon mal. Es ging so schnell. Ja, gut. Was ging denn so schnell? Es ging so schnell. Die Person scheint unter Schock zu stehen. Eine Stichflamme. Okay, ja. Ich habe die Kleidung gelöscht. Okay, die Person hat also eine Stichflamme abgekriegt. Der Grill ist plötzlich in Flammen aufgegangen. Es ging so schnell. Okay, also wir wissen schon mal, was passiert ist. Der Grill hat irgendwie Faxen gemacht. Wir wissen jetzt nicht, ob er da Spiritus irgendwie mit reingeschüttet hat oder Benzin oder sowas. Es gibt ja solche Leute. Ne? Und dass das Feuer sich dann halt schlagartig ausgeweitet hat. Wie ist denn der Ersteindruck? Mir ist zu kalt. Gut, dass ich stehen kann. Ersteindruck. Leichte Verbrennungen. Verbrennung. Person relativ ansprechbar. Leichte Schmerzen möglich. Gut. Wunden kühlen. Wunden kühlen. Weiß ich jetzt gerade nicht, ob ich das machen sollte. Einmal Kreislaufkoffer. Wunden versorgen. Temperatur ist bei 37,5, das ist normal. Sauerstoffsättigung bei 99, Puls bei 66. Ja, Sauerstoffsättigung ist gut, Puls meine ich etwas zu niedrig. Ich weiß es jetzt aber nicht. Was haben wir hier noch? Blutdruck messen. Okay. Ich will irgendwo, warte mal, habe ich schon genau Blutzucker bestimmen? Noch 15 Sekunden. Gut, dann haben wir das ja schon mal hinter uns. Weiß ich, mit beim Beatmungskoffer können wir, glaube ich, nichts machen, ne? So, jetzt zeigt er uns gleich an. BZ ist bei 6,5, ja, 5,6. Der Beatmungskoffer, da können wir, glaube ich, sollten wir, glaube ich, nichts machen. Ne? Patient intubieren wird, glaube ich, Sauerstoff verabreichen. Sauerstoff hat er. Also er hat ja Sauerstoff 99. Ne? Beutelbeatmung brauchen wir in dem Fall nicht. Also würde ich sagen, dass der Praktikant einmal den Stuhl holt, da er ja noch Ausrüsten nicht möglich. Warum? Keine Ahnung. Dann holst du eben die Trage. Ist okay. Dann packen wir ihn halt eben auf Trage, wenn wir den Stuhl jetzt nicht mit haben auf dem Auto. Warum auch immer. Packen wir ihn auf die Trage. Können wir anscheinend nicht. Wir können ihn nicht auf die Trage packen. Ja, wunderbar. Ich kann. Super. Ja. Ich muss jetzt mal. Warte mal, Patient transportieren. Kann ich nicht. Gut, dann pack das Ding mal wieder ins Auto. Irgendwas stimmt hier anscheinend nicht. Ja, ich habe keinen Tragestuhl dabei. Und das, obwohl ich mit dem Auto noch nicht mal los war heute. Das heißt, der kann auch nicht irgendwie sagen, ja, Ausrüsten nicht möglich. Ja. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich mache mal was. Ja, Ersteindruck. Ich weiß nicht, ob das so gut war. Glaub's aber eigentlich nicht. Aber da ich keine
Alter, jetzt kann ich selbst die Trage nicht mehr ausrüsten. Och, Leute. Oh Mann, das gibt's doch nicht. So, das ist mein toller Timer. So, da ich hier nicht weiterkomme bei dem Patienten, würde ich sagen, beenden wir die Folge für heute. Es war wahrscheinlich eine sehr interessante Folge. Ja, wenn euch das Video gefallen, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, dann ist das so. Und wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, dann klickt ihr jetzt oben rechts auf Abonnieren und auf die Glocke nach dem Abonnieren, ne? Und oben links habt ihr jetzt eine weitere Playlist zu Immersion C4. Da könnt ihr euch noch viele, 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 viele weitere Videos von mir angucken. Und auf Wiedersehen.